Was geht, Jeremy? Welcome back, boys, zu Tag 24, Alter. Ich bin so ein Profi, ich hab's gewusst. Und ich hab's beim letzten Tag auch richtig gehabt, Alter. Ihr könnt mir gar nichts sagen, meine Fresse. Aber heute steht Rücken an. Darauf habe ich sehr, sehr Bock. Ich habe nur ein Problem, nämlich meine Kopfhörer, die sind leer. Ich bin jetzt gerade am Laden. Ich hoffe, wir kriegen die so viel geladen, bis wir ins Training starten, damit wir das ganze Training reichen. Weil ich habe keinen Bock, während einem Training wie gestern leere Kopfhörer zu haben und keine Musik zu haben. Ich habe auch keinen Bock, während des Trainings die Dinger laden zu müssen. Das will mich mies abfacken, um ehrlich zu sein. Aber ja, ich brauche vielleicht noch Wasser für das Ding zum Dryscoop, sonst ist es schwer. Aber apropos Wasser, Alter, ich habe mal geguckt, wie viel ich pro Tag trinke. Ich nehme das nachher vor, was ich bis jetzt heute schon getrunken habe. Und das ist krass, Alter. Aber zu weit. Und zu zwei. Ich weiß nicht, wie war der Scheiß, ist das Ding hier jetzt fast leer. Ich habe auch noch Greencom Pro zu Hause, aber nur in Geschmäckern, die ich wenig gerne habe. Natürlich ist es eigentlich egal, mein Geschmack ist ja nicht so wichtig, aber scheiß mich trotzdem an. Aber was ich vorhin gesagt habe zum Wasser, also erstens mein Bauch ist voller Wasser, darum gehe ich jetzt zuerst mal pissen und dann bin ich wieder da. Also, was ich sagen wollte über Wasser. Ich habe mir hier nämlich mal aufgeschrieben, wie viel Wasser ich trinke und was ich trinke. Und ich lese das jetzt mal vor. Zuerst mal 0,2 Liter Kaffee, dann 1,5 Liter Wasser, dann 0,5 Liter Hydrorate, dann 2 Kaffee, also 0,4 Liter Kaffee, dann Crank Energy, also Energy Drink, 0,5 Liter, dann 0,75 Liter Wasser, dann nochmal einen Energy, 0,5 Liter, dann nochmal 0,75 Wasser, dann nochmal 1,5 Liter Wasser. Und jetzt habe ich hier nochmal, wenn ich da fertig bin, empfehle ich hier nochmal 1,5 Wasser. Ich rechne das jetzt alles mal zusammen. Dann sehen wir da 0,2, 0,75, 2,2, 2,6, 3,1, oh jetzt wird es schwer, ich kann nicht rechnen, 3,8, 4,2, 5, 16,5, 8 Liter Wasser sind das jetzt. Vorausgesetzt, ich trinke nicht mehr, also habe ich heute einen 8 Liter Wasser getrunken, das ist schon verdammt nochmal viel. Und da wird jetzt nicht mitgezählt, was für Wasser ich im Rice Pudding konsumiere oder dass noch im Fleisch auch noch Wasser drin ist, etc. Was eigentlich schon eine kräftige Summe ist an Wasser. Vor allem, wenn man sich überlegt, der Durchschnittsmensch trinkt irgendwie 1-2 Liter. Und genau darum, ich habe es in einem der letzten Videos auch gesagt, das ist wichtig. Elektrolyte, weil wenn man viel Wasser trinkt, spült man die Elektrolyte raus. Das heißt, ich muss einiges an Elektrolyten konsumieren. Das ist auch der Grund, wieso ich nach dem Training dann nochmal ein Hydrate trinke, also nochmal einen halben Liter da drauf. Aber einfach Elektrolyte konsumieren. Das ist auch der Grund, wieso die Crank Energies haben auch alle Elektrolyte drin, weil euch das Wasser allein eigentlich nicht mal hydriert. Ihr braucht die Elektrolyte, das ist das, was euch hydriert, weil der Körper allein das braucht und vor allem in heißen Tagen, weil viel schwitzt. Dadurch auch viel Wasser trinken und so, verbraucht ihr viele Elektrolyte. Und wie gesagt, es ist sehr sinnvoll, die Dinger zu supplementieren. Also würde ich euch alles ans Herz legen. Entweder einfach welche zu nehmen oder Produkte zu nehmen mit Elektrolyten drin. Wie Crank Energy oder Hydrate. Hydrate ist genau dafür da. Aber ich würde sagen, es ist genug Gelaber. Ich hoffe, meine Kopfhörer haben genug Akku sich gezogen. Denn wenn nicht, habe ich geschissen und ich verpiss mir jetzt ins Training. Ich habe keinen Bock mehr zu warten, Alter. Dann seid einfach drüber verpissen. Ja, dann warten ist beschissen, ich hasse warten. Aber das war's. Wir gehen jetzt ins Training. Latzin aber hier heute an der Maschine, denn ich hab Bock. Und ich spüre es viel besser. Und darum habe ich Bock drauf. Und auch machen wir das jetzt. Also weil es einfach aus der Kombination, dass ich so viel besser spüre und dadurch auch kontrollierter bin und alles und es mir dank dem hohen Kaloriendefizit natürlich schwerer fällt, viel Gewicht einfach nur zu bewegen, zu also einfach alles, wie dieses von Markus kenne, dieses schwer macht schwer. Das geht gut, wenn man viel Energie hat, wenn man viel Kohlenhydrate in sich hat, wenn man geladen ist und alles. Aber in der Diät ist es sehr schwer, meiner Meinung nach. Und daher benutze ich hier lieber die Taktik, den Großteil des Trainings so optimal mäßig zu trainieren. Nicht das Schwere vernachlässigen, das meine ich gar nicht, aber mehr auf die Methode des
Muskelgefühl ist zu gehen. Einfach weil es besser funktioniert. Aber hier, das ist gut. Wir müssen auf jeden Fall trotzdem noch mehr Gewicht drauf machen. Machen hier insgesamt, würde ich sagen, 80 Kilo, also 24er. Passt das, würde ich sagen. Mich nicht, Alter. Aber, ich richtig geil gespürt, wirklich. Die Maschine ist so geil. Ich hab's auch, ich glaube, man hat's gesehen, wie die sich schön in die Muskeln reingeht, Alter. So geil, dass ich direkt richtig Bock habe auf den zweiten Satz. Sehr, ja, ja, meine Fresse, underrated. Ich bereue es ein bisschen, dass ich die nicht schon früher in meinem Plan fix integriert habe, weil ich habe die ein, zwei Mal eben gemacht, aber nicht wirklich. Aber die Maschine ist richtig geil, also die bleibt sowas von in meinem Plan, Junge. Ah, geil. Ich glaube, ich allein schon so war. Sie fühlt sich schon so geil an. Ich bin überzeugt, wenn ich alleine war, so war, dass man den Pump schon behindert krass sieht. Ungelogen, ungefuckigen Logen, Alter. Ja, Mann. Das ist ein guter Start, das ist ein guter Start ins Training. Das wäre fick nochmal ein guter Start ins Training. Geil, jetzt geht's weiter. Wir gehen rüber zu den Cable Rows für den mittleren Rücken mit einem 90-Grad-Winkel, damit wir nicht die Latz, Digga, den Latz treffen, sondern im mittleren Rücken die Traps rumbilden, bla bla bla, in der Schulter, erkenne die ganze Scheiße. Mmh.
Alter. Okay. Das war gut. Hier haben wir halt das Ding, dass wir nicht stabilisiert sind. Offensichtlicherweise, weil es ein freies Kabel ist, wo wir so was immer machen können. Aber es ist gut, es ist gut. Wir können hier auch schön arbeiten, Alter. Es ist wirklich so ein geiles Training, ne? Es ist wirklich so ein geiles Training, Alter. Ich spüre die Scheiße so gut. Fühlt sich geil an. Vom Training haben wir einen lecker Schmecker Crank Energy gesippt. Pre-Workout Meal, ja, wird immer kleiner. Naja, da waren glaube ich irgendwie 80 Gramm Rice Pudding. By the way, das waren mal 250 im Aufbau, Alter. Jetzt sind wir noch bei 80. Und da waren noch irgendwie gefühlt 300 Millionen Gramm Früchte drin. Jetzt haben wir keine mehr. Aber was soll's. Es hat trotzdem gereicht mit dem Crank Energy in Kombination und dem Double Scoop Crank von Pro. Perfekt, nochmal geiles Training, Alter. Scheiße. Es macht wirklich Spaß. Das ist krass, Alter. Also, wessen Training ist erlangt? Bin ich euch komplett real? Gut, ja, auf jeden Fall, ich beschwere mich hier nicht, Während des Trainings wird hier der Power Shake natürlich gesippt, weil wir das Cyclic Dextrin drin haben und eigentlich Isoclear. Ich habe heute nämlich mal was ausprobiert. Aminos, das ist ein neues Produkt von ESN mit einem leicht besseren Aminosäurenprofil, den Isoclear. Also Isoclear ist schon absolut top notch, aber lassen wir mal ein Level höher, aber Alter, ihr glaubt mir das nicht, wenn ich sage, das schmeckt scheiße. Das schmeckt abgrundtief beschissen. Also wirklich, jedes Mal, wenn ich einen Schluck davon nehme, wenn ihr es alleine riechen könntet, es ist absolut ekelhaft. Wirklich. Es steht irgendwie, keine Ahnung, Cherry Flavor oder so. Digga, es schmeckt nach abgelaufenen, verfaulten Cherries, Junge. Und das ist doch nett. Nee, wirklich. Boah, Alter. Gänsehaut, keine Ahnung, wie man das sieht. Das ist wirklich. Boah, das ist bodenlos. Also jeder, der nur 0,1% Wert auf Geschmack legt, soll dieses Produkt niemals kaufen. Es ist wirklich bodenlos. Das ist crazy. Aber apropos Produkte. Ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, ob ich das überhaupt sagen will, um ehrlich zu sein, weil mir auch sehr oft davon abgeraten worden ist und gesagt worden, das kannst du nicht sagen, das ist dumm. Fixe ich damit aber nur selber. Und ja, möglicherweise stimmt das auch, aber es ist mir eigentlich egal. Weil es geht darum, um ESN und die Produkte. Ihr wisst ja, ich promote die Produkte immer und habe auch die Aktionen und teile die Emotionen und so auch mit. Aber ich kriege auch oft die Frage so, ey, gibt es eigentlich noch Alternativen oder andere Brands? Und eigentlich alle Athleten von ESN, die ich kenne, mich bis jetzt eingeschlossen, haben wir gesagt, nee, oder die Frage komplett ignoriert. Aber ich habe mich dafür entschieden, Alter, ich bin ja komplett real, ja, gibt's. Es gibt auch noch andere Produkte, die auf jeden Fall gut sind. Geschmacklich kommt nichts an ESN ran, das wird mir keiner sagen, bis auf diese Scheiße hier, keine Ahnung, wieso es so dreckig schmeckt, kommt nichts an ESN ran, sondern Isoclear wird kein anderes Whey-Isolat-Protein, wird nur ansatzweise, es schmeckt nur ansatzweise so gut und ich habe viele Sachen probiert, das kann ich euch sagen. Aber es gibt Produkte mit ähnlicher Wertigkeit. Und
Das ist eigentlich auch kein Geheimnis, aber wenn man halt nur Leuten folgt, die bei ESN gesponsert sind und diese Frage halt immer komplett ignorieren, mich eingeschlossen, wie gesagt, bis jetzt, weiß man das nicht. Und ich persönlich würde euch trotzdem, sonst wäre ich nicht bei ESN, wenn ich euch nicht komplett überzeugt wäre von den Supplements und sagen würde, ey, das sind die besten, die es auf dem Markt gibt. Aber das ist es. Es gibt halt einfach auch Konkurrenz, die nicht schlecht ist. Ich sage nicht, sie sind, wie geschmacklich, wie gesagt, geschmacklich kommt nichts ran. An ein Aminosäurenprofil kommen extrem wenige ran. Wenn überhaupt, also wirklich, es gibt keine Sachen, die besser sind, es gibt Sachen, die sind ähnlich gut. Und ich will ja auch keine Competitors nennen und dafür die positive Werbung machen oder sie schlecht reden, weil, wie gesagt, ich halte davon nichts. Ich kann euch nur sagen, dass ich selber meine, mir das ESN die besten Sachen hat, die es halt auf dem Markt hat. Geschmacklich und auch wertetechnisch schlägt die niemand. Aber ich finde, es ist wichtig, dass ich das mal angesprochen habe, dass es, wie gesagt, nicht die einzigsten sind. Weil ich hatte auch letztens einen gefragt, ey, kann ich einen Rice Pudding auch mit Whey von irgendeinem anderen, er hat nicht, keine Ahnung mehr, was für eine Waage haben, mit anderem Whey machen. Ja, funktioniert. Wie gesagt, geschmacklich ist dann eine andere Sache, ob es dann so gut schmeckt. Nein, macht's nicht, weil ich kenne keine Waage, die so gute Geschmäcker hinkriegt, weil ESN halt ein eigenes Labor hat. Aber ja, kann man auch mit anderen Whey machen. Das ist halt einfach so. Und man kann auch andere Whey-Proteine trinken, etc. Oder Cyclodextrin, ein Produkt, was ich jedem von euch empfehlen würde, in Shake reinzumachen. Für im Training, halt einfach um die Kohlenhydrate reinzukriegen, kann man auch bei einer anderen Marke kaufen. Natürlich appreciate ich es, wenn ihr bei ESN euch Sachen bestellt und mit dem Coach Jeremy das euch holt, weil erstens spart ihr dann darauf und zweitens unterstützt ihr mich, diese ganzen Videos und alles auch. Aber ich höre ab heute damit auf, euch zu sagen, dass es das Einzigste ist. Es ist nicht das Einzigste. Es ist das Beste, aber nicht das Einzigste. Und ja, das wollte ich einfach nur kurz erwähnen. Wir werden jetzt weiter mit dem Training. Wir machen nämlich hier gleich noch einen Satz. Oder nein, wir haben schon zwei. Das heißt, wir gehen jetzt weiter zu Überzügen. Ja, Überzügen, genau. Und eins, was ich allgemein zu Supplements noch sagen will, ist, es sind fucking Supplements und sie ersetzen Fleisch nicht. Das ist nochmal wirklich ein wichtiger Punkt. Natürlich wäre es von mir intelligenter, wenn ich sagen würde, ey Leute, Supplements ersetzen Fleisch. Kauft euch lieber Isoclear mit dem Coach Jeremy bei ESN. Das könnt ihr euer Fleisch dann weglassen und dann seid ihr günstiger, weil Isoclear günstiger ist als Fleisch. Ihr habt euer Protein trotzdem drin und dann wäre das Beste für mich, weil ich damit dann mehr Geld verdienen würde und etc. Das ist aber etwas, was ich komplett niemals mache. Das habe ich aber auch niemals gemacht. Ich habe niemals gesagt, dass Supplements Fleisch ersetzen oder so. Weil Fleisch kann man nicht ersetzen. Es ist nicht möglich. Eine vegane Ernährung funktioniert nicht, hat nicht funktioniert und wird nicht funktionieren. Ihr braucht Fleisch, ihr braucht richtiges Essen, ihr braucht auch richtige Kohlenhydrate. Aber, wohl angemerkt, Rice Pudding sind richtige Kohlenhydrate, weil das ist Reis und das ist nicht irgendetwas. Das kommt das gleiche darauf an, ob ihr Reis selber kocht und esst oder ob ihr Rice Pudding macht. Nur kurz angemerkt. Aber ihr braucht Fleisch, das ist ein wichtiger Punkt. Und ja, man kann sagen, ey, ich ersetze zum Beispiel heute jetzt 200 Gramm Fleisch mit 60 Gramm Isoclear, weil da kommt ihr auf die gleichen Proteine und das geht, solange ihr trotzdem noch Fleisch esst. Ihr müsst wirklich jeden Tag Fleisch essen. Jeden Tag Fleisch ist ein Minimum. Ich persönlich esse ein Kilo Fleisch am Tag, jeden Tag, ohne Ausnahme. Ich sage nicht, jeder von euch muss das machen, ich würde es jedem von euch empfehlen, weil ihr habt keinen Nachteil dadurch, ihr habt nur Vorteile dadurch. Und dieser Vorteil ist verfickt nochmal gut für eine, also Muskelmasse. Aber ihr könnt natürlich auch weniger essen. Also ihr könnt auch nur ein halbes Kilo Fleisch essen am Tag. Aber ja, mehr ist mehr. Daher, ja. Und dann noch ein Punkt dazu, den ich da ja auch noch erwähnen muss, ist, Protein ist nicht gleich Protein. Es gibt viele Leute, die zählen einfach nur, wie viele Proteine die am Tag essen, aber das ist dumm. Weil Proteine haben verschiedene Hochwertigkeiten, verschiedene Wertigkeitsgrade. Ganz oben dabei ist natürlich Fleisch, aber auch Whey und Whey-Isolat, also Isoclear. Die Sachen sind ganz oben bei der Wertigkeit. Eier auch natürlich. Das sind die Sachen, die halt am besten sind von der Wertigkeit. Allgemein, was ihr vielleicht gemerkt habt, tierische Produkte. Whey wird aus Molke gewonnen. Also der komplette Prozess muss ich euch nicht erklären, aber es ist wie von der Milch. Also ist auch tierisch. Und das sind die hochwertigen Proteine. Ihr könnt es eigentlich, um so das ganz versimpel, ganz simpel zu machen, tierische Proteine hochwertig gut, nicht tierische Proteine schlecht. Darum zähle ich persönlich zu meinem Proteinbedarf
nur tierische Proteine. Also das Kilo Fleisch, das ich am Tag esse, und die 60 Gramm Isoklee, die ich am Tag trinke, und die 3 Eier, die ich am Tag esse. Das sind meine kompletten Proteine. Die Proteine, die in irgendwie einer Nut Butter drin sind, die von mir aus in Rice Pudding oder so drin sind, die zähle ich nicht, die gilt nicht zu meinem Proteinbedarf dazu, weil diese Proteine nicht hochwertig genug sind. Und das ist auch ein Misconception, die halt oftmals herrscht. Ja, ich habe ein Kilo Brot gegessen, da habe ich jetzt 50 Gramm Protein darin gehabt. Die Proteine in dem Brot sind beschissen. Beziehungsweise im Brot nicht mal zwingen, weil die Proteine können von Butter kommen und Milch. Es kommt darauf an, wie es Brot gemacht wird. Vielleicht, ja, weiß nicht das beste Beispiel, aber ich bin zu dumm dafür. Aber Brot ist eigentlich nicht hochwertige. Ein Teil davon ist vielleicht aus der Milch, die im Brot drin ist, wenn es irgendwie ein Zopf oder so ist. Aber sonst, oder keine Ahnung, was auch immer. Ja, halt fress, was hat viel Protein und ist tierisch irgendwie. Ich habe jetzt Brokkoli gegessen und das hat Proteine gehabt. Oder ich habe jetzt irgendwie eine Fertigpizza gegessen und da sind Proteine drin gewesen. Und jetzt habe ich da 20 Gramm Protein. Oder ich habe mir im Laden einen High-Protein-Riegel gekauft. Was für Proteine drin sind? Keine Ahnung, das sind irgendwelche Proteine sind drin. Digga, ihr müsst darauf achten, was für Proteine ihr konsumiert. Nicht nur Proteine konsumieren. Weil egal, was ihr habt, wenn es vegan ist, Proteine gilt nicht. Das ist nun mal der erste Punkt. Und zweitens solltet ihr wirklich schauen, dass es wirklich hochwertiges Fleisch ist. Schwein oder so ist ziemlich beschissen. Würde ich euch nicht empfehlen. Ja, okay, offensichtlich. Ich esse ja ein Schwein, allgemein nicht. Aber trotzdem, auch sonst, auch wenn ihr Schwein esst, würde ich euch nicht empfehlen als Proteinquelle, sondern wirklich hochwertiges Rindfleisch. Hühnchen, ihr könnt auch Lamm, Kalb, was auch immer. Aber genau das. Und halt Whey. Und kein fucking Vegan Protein. Auch ich weiß, ihr seid verkauft Vegan Protein und sagen blablabla gut und so. Nee. Also ich sage nichts gegen das Produkt und so. Ich will hier nicht irgendwie Beef mit irgendwie. Alles gut, warte mal so. Ich will ja natürlich mit niemandem Beef irgendwie anfangen oder so, aber Leute, veganes Protein vor, nein, schlecht. Nicht veganes gut, merkst du selber. Aber ja, ich würde sagen, genug Gelaber, jetzt geht's an den Satz. Okay, das war gut. Das war gut, perfekt, okay, perfekt. Wir sind durch. Boah, ich liebe Überzüge, das ist so eine geile Übung. Da kann man nicht wirklich sich komplett auf Form und alles konzentrieren, weil da achte ich zu 0% auf Gewicht. Gewicht ist scheißegal, Hauptsache Squeeze, gute Ausführung und Muskelgefühl. Darum geht's. Also ich gebe euch hier mal schon einen Sneak Peek vom Rücken. Keine Ahnung, wie das Ganze aussieht, aber mein Gehirn sagt mir, Digga, das war geil. Das war auf jeden Fall geil, Digga. Ich bin 100% sicher, das war geil, Alter. Aber ja, noch ein Satz. Okay. Perfekt, Alter. Gut. Alter. Boah. Wir sind aber mal. Digga, das ist schon zu langsam. Es wird einfach geisteskrank. Und Golo. Ich freue mich richtig auf Pumpcheck. Ich freue mich da richtig drauf, Alter. Was machen wir aber jetzt für. Genau. Für mittleren Rücken meine ich. Aber wir machen. Das fällt mir die Scheiße nicht ein. Hi, Rose. Natürlich, eigentlich klar. Uff.
Okay. Das war gut, das war gut, Alter. Das war sehr gut. Das war schön. Irgendwie schnüren diese Zugriffe mir ziemlich das Blut ab. Keine Ahnung, was sieht, aber das ist fette Rot und was so gedacht. Möglicherweise könnte es daran liegen, dass ich einmal die absolut billigsten auf Amazon gekauft habe. Und mir scheißegal war, ob diese gut sind oder nicht. Das sind nur Zughilfen. Das ist eigentlich auch wirklich real so, wenn ihr euch Zughilfe sucht, Digga, sucht aber die günstigsten, nehmt die raus. Vielleicht sehen eure Ärmel dann so aus, aber wenn ihr keine Fotze seid, dann juckt es euch eigentlich auch nicht. Gar nichts mehr, meine Fresse, Alter, fuck. Aber war gut. Ich beschwere mich nicht, Alter, ich beschwere mich nicht, war gut. Hab gehofft, es geht am Schluss noch einer. Hab aber gar nichts mehr. Nichts, nicht mal ein fucking halber Ramen war noch drin. War aber sehr gut. War sehr gut, Alter. Alter, das Training war dann einfach nur 10 von 10. Jetzt ist noch hintere Schulter dran. Dann sind wir schon durch. Geil. Boah, ne, wirklich. Ich bin mit einer guten Einstellung ins Training reingegangen. Ich habe gesagt, ich bin nicht an meinem Handy. Ich habe zwar letztes Mal gesagt, ich mache Flugmodus rein. Bin ich euch ehrlich? Habe ich nicht. Aber trotzdem habe ich geguckt, dass ich nicht an meinem Handy wirklich bin. Und das hat das Training tausendmal verbessert. Alter, wirklich. Leute, seid nicht während dem Training. Seid nicht während dem Training an eurem Handy, Digga. Ich will Fotzen. Wir sind gerne Fotzen. Darum geht es jetzt weiter. So, nein, nicht darum, aber es geht trotzdem weiter. So. Geil, Alter. Geil. Oh, und ja, hier habt ihr auch gesehen, wurden natürlich noch die Partials mitgenommen. Einmal um alles rauszuholen, um alles rauszufetzen. Oh, einfach die Muskeln einfach komplett zu töten, Digga. Genau. Das machen wir jetzt nochmal. So. Okay, das war gut, das war gut. Perfekt, wir sind durch, Alter. Sehr geiles Training. 9,27 von 10. Ich laber nur Scheiße, aber es war wirklich gut, Alter. Ungelogen. No cap an dieser Stelle. Aber jetzt geht's zum besten Teil ins Posing. Wir gucken zuerst mal das Ganze an. Nicht im Posing-Raum, sondern einfach mal hier auf der Fläche. Weil ich habe das Gefühl, dieses Shoulder-to-Waist-Ratio ist gerade extrem krank. Digga. Ich habe ja oft Unrecht, aber Bruder. Das ist crazy. Ach so, ich mache mal einen Lat Spread von hinten. Beziehungsweise eine Grundstellung. Lat Spread. Okay. Aber jetzt gehen wir uns ausziehen. Noch ein kurzer Input, das ist der Punkt vorher, dass ich oft Unrecht habe. Ja, der ist eigentlich gelogen, weil der stimmt nicht. Aber ich so gut wie immer recht. Aber jetzt habe ich sehr recht. Ja, wollte ich kurz verbessern.
Digga, es sind wieder beide Posing-Räume belegt. Wir haben ja sogar, es hat ja sogar zwei. Aber beide sind full belegt, Digga. Mit einer kompletten Gruppe drin von irgendwelchen Zumba-tanzenden Menschen. Das ist natürlich auch wild. Aber ja, da haben sie mir wieder hier in der Kleidung wie gestern. Oder vorgestern? Ich weiß nicht mehr. Aber ich leere hier meine Hosentaschen, weil was ich habe, ist, wenn ich was in meinen Hosentaschen habe, dann rutscht meine Hose immer so runter und das sieht ein bisschen suboptimal aus. Aber das ist einfach krank. Boah, Junge. Aber wir ziehen uns aus, würde ich sagen. Noch einen. Bettspread. Bauen Bizeps. Na ja, gut, ziehen wir uns aus. Alter. Vor allem die Kombo ist halt jetzt natürlich extrem krass, weil wir haben einen geilen, fetten Ultra-Pump. Plus die Taille ist schmaler dadurch, dass wir ja, jetzt einiges an Gewicht verloren haben. By the way, heute das Gewicht wieder und war es ein Kilo höher gewesen als gestern, aber das ist normal, das sind Schwankungen. Und, aber nein, ich habe an meinem Plan nicht gecheatet und ich esse genau am Plan. Ich bin nicht eine Fotze und ich cheate nicht, weil Cheaten ist für Fotzen. Also Diet-Cheaten, was ihr in eurer Beziehung macht, das liegt bei euch. Aber wer an seine Diät oder seinen Aufbau cheatet, der ist eine Fotze. Das andere, wie gesagt, müsst ihr für euch abwägen. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Posing. Wir machen den Trick, ihr kennt ihn. Hose, Unterhose hoch. Hose hoch, ich verteile die Sauce. Also ich meine nicht meine Mini-Sausage hier in der Mitte. Ich meine die Sauce von dem Trick. Wenn ihr die Unterhose ein bisschen hochzieht. Das machen ganz viele Chicks mit Unterhose, dass sie das so machen, weil so sieht die Talle schon mal. Wenn ihr die Unterhose hochzieht, dann wird es so wie einen Halbkreis formt, sieht die Talle ein bisschen schmaler aus. Könnt ihr ein bisschen spielen, Digga. Das ist ein Trick. Das ist ein guter Trick. Aber auch mit dem machen wir mal eine Grundstellung. Das ist geisteskrank. Können wir sagen, das Wort. Das ist absolut geisteskrank. Das Ding ist, auch ohne den Trick sehen wir crazy aus. Einmal, weil wir crazy sind, Alter. Ja, es macht schon einen Unterschied. Vor allem, weil jetzt durch den ganzen Tag halt das Wasser und so auch angesetzt ist, genau hier. Das wird aber weggehen jetzt in der Diät. Daher wird es dann nicht mehr so einen großen Unterschied machen, wenn wir auf der Bühne stehen. Aber jetzt, wo wir noch einen nicht hohen, aber noch einen guten Körperfettanteil haben, der Körperfett noch schön da kleben bleibt, macht das wirklich einen Unterschied. Genau. Aber ja, wir machen noch eine Sidechest. Macht nicht mehr Sinn. Doch hintere Schulter. Von mir aus, ja. Und dann werde ich gefunden, wie es sie macht. Sieht aber auch geil. Ich finde, es sieht ja alles geil aus, wenn man ein bisschen leaner ist. Und jetzt noch einen Rücken. Und in der Rücken, Digga, haben wir einen Latspread. Und noch Bizeps. Okay, ich hoffe, das war geil. Wir machen noch ein bisschen weiter vorne, weil ich weiß nicht, ob wir überhaupt im Licht waren. So. Damn. Alter, ja, auf jeden Fall geil. War geil. Ne, wirklich, Rückenpump. So geil. Diese Pose müsste jetzt auch krass aussehen. Ja, seht ihr, wie dieser Latte raus und Bruder, das ist so geil. Aus dem Nichts her, seht ihr, hier ist nichts. Kommt mal so ein fetter Latte raus. Bam, Alter. Digga, dieser Latte. Junge, ist so geil, Alter. So geil, meine Fresse. Oh, hier Traps, Pump, alles da. Noch einen habe ich. Junge, ich glaube, ihr versteht mich. Ich glaube, ihr verfickt nochmal, versteht mich. Jetzt muss dieser absolut beschissen schmeckende Drecksshake noch getrunken werden. Ja, man sieht sie, klar, man sieht sogar, dass ich Gänsehaut kriege, wenn ich die Scheiße trinke. Das ist wirklich bodenlos. Aber ja. Aber was für die Tät. Sie sind jetzt noch nicht gut, aber sie kommt langsam raus. Alter, ich bin so gespannt, wie das Paket auf der Bühne aussieht. Ich bin so gespannt, Alter. Aber es wird so geil. So geil. Ja, dann würde ich sagen, verpiss ich mich jetzt. Das war's von mir. Und ja, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder so, stell die gerne in der Videobeschreibung. Ich lese mir das immer durch. Ich lese mir alle Kommentare durch. Und wenn es gute Fragen sind,
dann beantwortet sie entweder direkt unter dem Kommentar, also er schreibt direkt, hey, das und das, ist halt böse, wenn irgendwas eine kleine Frage ist, aber wenn es eine größere Frage ist, dann beantworte ich sie im nächsten kompletten Video. Daher, Leute, Fragen, vor allem wenn es Fragen sind, die auch noch anderen helfen können, gerne in die Kommentare, sonst könnt ihr mir auch auf Insta-DM schreiben. Jeden Morgen, wenn ich Cardio mache, für die, die das wissen, ich mache eine halbe Stunde, Stunde Cardio am Tag, wenn nicht sogar mehr, beantworte ich die ganze Zeit DMs, weil ich, ja, ich mache so lange Cardio, wie ihr DMs schreibt, daher wünsche ich mir eigentlich, dass ihr möglichst wenig DMs schreibt. Aber, naja, was soll's. Das ist daher meistens eine halbe Stunde, Stunde jeden Tag, die möchte eure scheiß Nachrichten mehr, nur ihr kleinen Wichser, Alter, könnt ihr nicht auch mal aufhören, mir zu schreiben. Fuck up, ich hasse Cardio. Nee, aber jetzt mal eine Serious Note. Ich find's geil, wenn ihr mir schreibt und ich auch. Euch entweder, was ich halt natürlich schön finde, appreciate, ist, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, ey, danke für die Motivation. Du hättest zwar ein bisschen abgehoben jetzt, Jan, aber das schätze ich wirklich. Aber auch, was ich auch geil finde, ist, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellt und ich euch helfen kann oder so. Falls ihr aber richtige Hilfe wollt, mit mir das Ganze zusammen machen wollt, ich biete 101-Coaching an, könnt ihr gerne den Link in der Beschreibung auschecken. Das ist ein Formular, da könnt ihr euch bewerben für das 101-Coaching bei mir. Ich habe nicht mehr so viele Plätze frei, um ehrlich zu sein, aber ein paar sind noch offen und da habe ich Bock, nämlich mit euch das Ganze auch durchzuziehen. Auf jeden Fall, was von mir, ich würde sagen, bis morgen und morgen stehen Arme an, Arme sind auch geil. Also, peace out.